zarten Alter von 52 Jahren haben Sie sich dann überlegt, eine Galerie aufzumachen, ja? Ja, warum nicht? Kunstleben Berlin, heute zu Gast bei Brigitte Sievi. Seit 1989 betreibt sie die gleichnamige Galerie Sievi in der Gneisenaustraße 112 in Berlin-Kreuzberg. Sie ist eine der ältesten Galeristinnen, auch wenn sie ihren Alter nicht nennen will, aber sie ist eine der ältesten Galeristinnen Berlins. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen, Frau Sievi. Wie sind Sie zur Kunst gekommen, wenn ich fragen darf, Frau Sievi? Ich war schon immer sehr kunstinteressiert, auch als junge Frau oder als junges Mädchen. Habe dann die Kunst etwas näher über Persien kennengelernt. Über die Architektur, die Moscheenarchitektur, über die alten Königsgräber in Persepolis. Das heißt, Sie haben da gelebt, ja? Ja, ich habe dort gelebt. Ich habe dort 2 Jahre mit meinem Mann gelebt, oder mein Mann mit mir. Und wir sind durch das Land gefahren. Ich kenne das Land wirklich sehr gut. Zweites Stichwort ist Indien. Nicht so, wie ich gedacht habe, nach Indien zur Erleuchtung oder sowas, sondern Sie haben einen anderen Hintergrund mit Indien. Ja, in Indien rief auch wieder die Arbeit, ein Projekt, mein Mann, nach Indien, nach Bombay. Und er hat dort eine große Fabrik gebaut, eine Polyethylenfabrik. Und ich war da sozusagen wieder Hausfrau. Aber habe mich weiter mit der englischen Sprache auseinandergesetzt, weil die indischen Sprachen habe ich nicht erlernt, die gibt es viel zu viele. Klar. Und mit der Kultur, mit der Kunst, mit der Geschichte Indiens, auch mit der Politik. Wie kommt es, dass Sie so interessiert sind an Kunst, Geschichte, Architektur, haben Sie mir gesagt. Wie kommt das? Ist das in den jungen Jahren irgendwie passiert? Oder? Das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Das hat mich einfach immer gefesselt. Das hat mich angezogen. Sie sind 1971 dann nach Berlin gekommen. Ja, mit der Familie. Mit der Familie. Ja. Das heißt, Sie haben 5 Kinder, glaube ich? Ja, ich habe 5 Kinder und die sind auch innerhalb kürzester Zeit geboren, aber hintereinander. Und sind dann hier in Berlin in die Schule gegangen. Und hier direkt mit der Kunst haben Sie dann mit deutsch-französischen Gesellschaft? Nicht sofort, weil wir, das Ausland rief noch einmal, wir gingen nach Bagdad. Aha. Mit allen 5 Kindern. Die sind dort in die englische Schule gegangen und lernten. Und dann haben wir intensiv mit denen natürlich auch Englisch machen müssen. Dann kam Arabisch dazu und die arabische Kunst. Und also in Bagdad bin ich auch im Museum gewesen. Da gibt es auch sehr abstrakte Malereien. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wie kam es dann zur deutsch-französischen Freundschaft? Einfach, weil ich mein Französisch vertiefen wollte. Dann habe ich halt festgestellt, dass dort auch Ausstellungen über die deutsch-französische Gesellschaft stattfinden und habe dort ehrenamtlich Ausstellungen französischer Künstler kuratiert und auch die Abwicklung gemacht, also das Management für die. Und im zarten Alter von 52 Jahren haben Sie sich dann überlegt, eine Galerie aufzumachen, ja? Ja, warum nicht? Ich war niemals noch so jung für eine Oma. Die Kinder waren bald aus dem Haus, ja? Ja, die Kinder brauchten mich nicht mehr. Okay. Die waren noch nicht aus dem Haus, aber die brauchten mich nicht mehr. Die waren sozusagen erwachsen und die mussten ja auch ihr Leben selber in die Hand nehmen. Und die lustige Geschichte ist, Sie haben am 1. November 1989 dann diese Galerie hier erworben. Genau. Damals schon die Mauer noch. Damals, ja, bei Ihrer ersten Vernissage stand sie nicht mehr, ja? Genau, so war es. Also am 1. November habe ich die Galerie angemeldet und am 9. fiel die Mauer. Zu unserer großen Überraschung. Unsere Freunde sagten, warum in Kreuzberg? Da steht doch die Mauer, da kommt doch niemand hin. Aber wir sind einfach weiter hier geblieben und haben es weiter vorangezogen. Wann haben Sie die erste Vernissage gehabt? Die war im Februar 90. Und da war es voll, ja? Da war es voll. Ja, da kamen alle Leute, die ich irgendwie kannte, die kamen auch über die Firmen mein Mann hat ja
war ja hier in Berlin tätig und kannte sehr viele Firmen. Und da kamen dann halt die Manager und schauten sich alles an, was wir so hatten. Und es war ein Franzose. Wir haben nämlich mit der Eröffnung der Galerie den sogenannten Brückenschlag Berlin-Frankreich gemacht. Berlin-Frankreich. Wie kommen Sie denn zu den Künstlern? Einmal über Ausstellungen oder ich werde auch angeschrieben und bekomme auch Kataloge und dann gehe ich in die Ateliers. Das heißt, Sie suchen sich die Künstler selber aus. Das heißt, Sie sagen, da, das gefällt mir, den spreche ich an, ja, oder die spreche ich an. Genau. Manchmal ist es nur ein Bild, was mich so fasziniert, dass ich sage, das ist es. Kommen denn auch Künstler zu Ihnen, die sagen, wir möchten gerne hier ausstellen? Ja, sehr viele. Ich könnte doppelt und dreifach ausstellen. Wie viele Künstler haben Sie insgesamt unter Vertrag? Oder 20. Unter 20. Sie gehen aber auch auf Messen. Ja, seit 2011 gehe ich auf die Art Karlsruhe jedes Jahr. Und ich war zwischendurch auch in Luxemburg. Dann 2017 war ich auf der Art Position hier in Berlin. Sagen Sie mal, ich habe gelesen, dass Sie die Künstler im Atelier selber besuchen, bevor Sie sie hier ausstellen. Das heißt, Sie reisen dann quasi durch die halbe Welt, besuchen die Künstler und... Einfach, weil ich den Werdegang sehen möchte. Was hat er früher gemacht? Wie ist er zu dieser Handschrift gekommen? Was mich dann so daran fasziniert. Und wie viel Arbeit macht er so im Jahr? Macht er nur 5 oder 10 oder 100? Weil ein Künstler, der malt oder auch Skulpturen macht, der muss ständig da drin sein. Der darf nicht aufhören. Sagen Sie mal, Sie haben ja auch, wenn Sie jetzt über 30 Jahre diese Galerie schon machen, da gibt es ja auch ein paar Highlights und ein paar weniger schöne Sachen. Ich glaube, Highlights kann ich sagen, Stichwort Animateur. Ja, da haben wir eine Ausstellung gehabt. Da kam ein junger Herr hier, also es ist ein Kunde von uns, der kam in die Galerie und war so begeistert von den Arbeiten und ging von einem Bild zum anderen und sagte, ach, schauen Sie sich doch das mal an. Frau Siewi, kommen Sie doch mal bitte hierher. Ist das nicht ein tolles Bild? Ich glaube, das kaufe ich. Und dann ging er zum nächsten. Nein, das ist noch besser. Und so hat er das eigentlich hier durch die drei Räume gemacht. Und wir haben an dem Abend so viele Bilder gekauft, weil die anderen Herrschaften dann auch Bilder kaufen wollten. Und das funktioniert leider nicht sehr häufig. Aber das mit dem Animateur ist keine schlechte Geschichte, ja? Ja, es ist sehr gut. So, jetzt sagen Sie mir noch mal ein bisschen was, was Sie in Zukunft vorhaben. Sie sind ja noch jung. Ich werde sehen, wie weit ich noch weitermachen kann. Ich möchte natürlich noch weitermachen. Und es hängt mit meiner Familie zusammen, ob alle gesund bleiben und welche Perspektive ich da wirklich habe, kann ich nicht im Voraus sagen. Wenn Sie gesund bleiben, machen Sie weiterhin 4 Ausstellungen im Jahr, ja? Ja, das mache ich einfach. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Sehr schön, danke schön. Okay.